Herzlich willkommen zur anderen Folge hier bei Stephanie und die. Ich baue gerade Elektro-Zaunpfosten. Ich probiere mal das aus, ob das funktioniert Richtung Stromfalle. Sobald ich zwei habe, kann ich es mal aufstellen. Und wir sehen, wo. Ich weiß auch nicht genau. Wo kann ich mich jetzt noch einigermaßen gut hinbewegen, ohne dass ich irgendwo in anderen Fallen reinlaufe. Mal schauen. Und ich muss den Strom von oben nach unten ziehen. Ne? So. Das ist eher das andere Problem. Ne, weil hier. Müsste ich noch Teile von oben ja nach da verlegen irgendwie, mal sehen. Und nicht so einfach. Eine Möglichkeit wäre hier praktisch ja, weil die immer vor der Tür sind, komplett wegzunehmen, ne? Also wäre könnte man hier so aufstellen, ne? Also dann müsste ich aber die Teile im Prinzip wegnehmen, das ist dann ungünstig, ne? Also hier könnte ich einstellen. Man kann es ja auch so anbauen, ne? Aber so will er nicht. Ach, bestimmt, weil er Ding zum Weg ist, ne? Zaun. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren, ne? Müsste man nur dass die beiden sich jetzt ist natürlich jetzt für mich gefährlich, ne? Weil ich im Prinzip ich muss von oben Strom runterkriegen, das ist nicht so einfach. Das heißt, ein Verteiler müsste ich hier anbauen. Ja, über das Tor ist ungünstig, weil dann kommen die Zombies jetzt vielleicht ran. Ne? Da geht nicht. Da ist rot. Hängt da in Luft. Ne? Das hier hoch genug. So. Noch ist nicht gefährlich, in Anführungszeichen. Ne? So, das wäre jetzt für die Zombies ideal, ne? Also, die kommen da rein und tun sich weh. So, ich will nur dazu sagen, es müsste eigentlich jetzt für mich harmlos sein, weil hier noch kein Strom drauf ist, ne? Weil der Kasten hat noch keinen Strom. Jo. Wenn ich jetzt mich verlege, von oben nach unten, dann, muss ich mal schauen, dass ich einen weiteren verteile. Das ist ja, das macht es ja so kompliziert. Weil ich ja so nicht gerade rausgehen kann. Das heißt, ich muss einen Verteiler
irgendwie hier anbringen. Und von dem Verteiler wiederum nach unten, ne? Ist ja im Grunde nicht schwer. Oder von oben direkt daran, geht auch. Nicht bauen. Das heißt, kommen wir da irgendwie ran? Natürlich nicht. Müsste man hier einen Verteiler? Das Gitter im Weg. Müssen wir probieren. Und hier anklemmen und jetzt gehen wir nach unten. Das klingt zwar jetzt paradox, aber ich weiß nicht genau, ob das Kabel mich jetzt so folgt. Im Normalfall würde ich ja da Kabel abgerissen. Noch ist es harmlos. Anführungszeichen. So, ich müsste hier da oben irgendwie hin. Das heißt, ja, Verteiler haben wir nehmen, wo wir besser rankommen. Ja, da ist ein Eisengitter, da kommen wir nicht ran, ne? Dann nutzt mit auch nichts. Da. Ich muss probieren. Probieren wir studieren. Ich habe ja Angst, dass die Zombies hier irgendwann vor der Tür stehen, ne? Irgendwie schaffen die doch mal wieder, ne? Und dann haben sie halt ein bisschen die Kitzel, ne? Und da kommen sie ja nicht weiter, da stehen sie ja voll unter Spannung. Und das ist meine Hoffnung. So, ich müsste in den Strom. Ja. Versuchen da ranzukommen. Das geht dann weg. Das heißt, müsst ihr den Gitter wegnehmen, so lange. Nahtoddrama. Achso. Ja gut. So kann man es auch bezeichnen. Das heißt 5 auf 5. Dann hauen wir das Ding weg, ne? Ist ja nicht nur vorübergehend, weil später wird es wieder ergänzt. Und dass das Kabel verlegt ist, dann kommen wir da wieder ran. Bis das funktioniert. Gut, da haben wir schon mal gelegt. Von außen irgendwie. Mal probieren, ne? Ob das klappt. Das scheint zu funktionieren, ne? So, ich brauche mal eine Testperson. Also den einen kann ich wieder abbauen. Ach, ich lass mal dran, vielleicht brauchen wir noch mehrere. Licht müssen wir auch noch bauen, ne? Das hier klappt mit den Lichtern, dann können wir da entsprechend ja noch.
Ach so. Das ist ein Relais. Bloß die Kabel nicht so. Das ist kein Relais-Schalter, ne? Das ist ein normaler Relais. Aber das ist ein Relais-Schalter. Startzeit, also ja. Wir haben jetzt Uhrzeit, keine Ahnung. Sollte echt kein Relais-Schalter nehmen, ne? Endzeit 16 Uhr oder 4. Kann nicht rein, okay. Dann ist egal. 4 Uhr. Ah, jetzt ist das Licht an. Weil der Strom vom Motor dahin geht. Aha, okay. Jetzt haben wir auch Strom. Wird der kein Strom? An. Okay. Der hat keinen Strom. Auch an. An. Unsere Freundin ist wieder. Verrissen. So, die hat sich mal erledigt, ne? Also. Ein Leben lang tot. Das wollte ich nicht machen. Wahrscheinlich auch ein Licht angezogen, ne? Aber gut, das ist mir egal. Müssen wir testen, wie wir hinkriegen. Wieso hat der. Achso, geht von da nach da, okay. Gott sei Dank, wieso hat der das Licht? Gut. Das funktioniert schon mal. So, geht das auch innen drinne? Innen drinne ist noch tot, ne? Auch mit Relais gemacht, ja, so ein Scheiß. Startzeit, so, was haben wir jetzt hier? Haben wir dunkel, ne? 16 Uhr, Endzeit, 4. Ist ja nur prophylaktisch, also hat nichts zu sagen. 35. Geht der jetzt nicht, der Bursche? Geht auch nicht. Der Strom kommt von oben. Wir haben jetzt 20 Uhr noch was. Also 21 Uhr, Startzeit 16 Uhr, Endzeit 6 Uhr. Na ja, gut. Müsste eigentlich gehen. Da geht nichts. Aber der geht von da oben. Nicht da unten. Wo kriegt der unten Strom? Wo kriegt der Strom? Der kriegt da keinen Strom. Das heißt, es ist immer. Der kriegt da keinen Strom. Jetzt haben wir Strom. Aha, jetzt wird Licht. So. Hat sich das Fackellicht erledigt. Herrlich. Zeit 15 Minuten. Wir haben noch 15 Minuten. Das heißt, so, es kann gerne mal eine Testperson kommen. Aber gut, okay, da wird keiner hinkommen so schnell. Ja, dann müssen wir woanders Testpersonen bauen, ne?
wir haben noch hier noch ein Relais übrig. Das sind einfache Relais, ne? Das sind ne, auch mit Schaltschalt. Dann bauen wir noch Parallels bauen. Es werde Licht. Das sind die Dinger hier, ja. Und mal schauen hier. Elektro-Zeitschalter, Elektro-Verschaltung. Achso. Fertigen. Dann bauen wir mal ein paar. Ne? Das mit Zeitschalter. Das wollen wir so nicht. Beziehungsweise sie wollen es reicht, wenn wir an ein, zwei Geräten schalten können. Okay, falls wir einen brauchen, ne? So, unten ist jetzt aber auch Strom dran, und darf man nicht vergessen, ne? Also unten kommen wir nicht gut raus. Was ich auch machen könnte ist, das ist, der hat jetzt Strom. Das heißt, von denen könnten wir natürlich jetzt abgehen. Und weitere Lichtquellen aufbauen, ne? Denn es ist ja draußen dunkel, wie immer, ne? So. Dann brauchen wir auch die großen wieder, ne? Dazu brauchen wir Scheinwerfer und Klebeband haben wir. Eisen, Teile, Scheinwerfer brauchen wir auf jeden Fall noch. So, Scheinwerfer. Da fehlt noch Eisen, ne? Eisen hat noch gefehlt. Und hier ist noch kein Licht. Eis wird reichen. Wir werden noch ein bisschen so. Stell mir hier die Kabel an, ne? Das sieht ein bisschen bescheuert aus, in Anführungszeichen, weil es weil die Kabel zu sehen sind, ne? Der hat noch keinen Strom. Dann müssen wir ganz kurz jetzt ist hier Licht ausgegangen, ne? Warum? Stimmt, ist ja auch ein bisschen eingeschränkt, was nach oben geht, ne? Unten hat er jetzt Strom, aber... Gut, das läuft wieder alles. Schön. Läuft er hier auch? Unten Licht? Nee. Der geht. Aus 10 Uhr. Das ist
verzwickt. Oh. Jetzt haben wir auch Licht. Ha! Was für ein helles Licht. Also Gamma darf ich nicht anschalten. Das ist Wahnsinn. Gut. Wir müssen mal kurz wieder ausschalten. In Anführungszeichen, weil wir oben jetzt unten was bauen wollen mit unserem Strom. Wow. Das scheint sogar hier hoch. So. 200. So, dann werden wir ganz kurz und ein paar Pfosten aufbauen, ne? Da muss ich echt überlegen, wo wir hinkommen, am besten Strom. Weil hier vorne, ne? Aktuell ist ja auch, ne? Und wenn wir jetzt kräftig zittern hier, aber zum Glück nicht. Weil ich will ja den, auf gut Deutsch. Das weiß ich auch nicht genau, was ich auch so machen werde. Aber Licht werde ich hier auf jeden Fall anbauen. Das ist ein Bewegungssensor, erkennt die Zombies. Was er nun genau bewegt, das weiß ich auch nicht. Ich habe noch kein Licht, kein künstliches Licht. Da bauen wir mal erstmal ein paar Lampen. Die können wir immer aufstellen, ne? So, Lampen bauen wir mal. Fertig gemacht. So, das ist auch fertig. Das ist ein Relais, bauen wir mal nicht. Bauen wir eine Lampe. Ja, da schon. Das ist ja aus. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie so viel aus. Weil hier draußen haben wir jetzt noch. Ich glaube nicht angeschlossen, ne? Das müsste mir. Von da ist dann außen läuft kein Kabel jetzt hin. So, eine noch. So. Und zwar da rein. Schauen wir mal. Jetzt können wir hier ein paar herstellen. Da haben wir ist nicht ganz so schwierig. Ich wollte mal schauen. Scheinwerfer in dem Bereich hier vorne. Hier vorne wäre nicht schlecht, weil hier haben wir immer viele. Das wäre nicht schlecht, ne? Muss man nur drehen. Jetzt wird die Richtung abgeleuchtet. Dann können wir da oben auch anbauen. Das könnte man so anbauen. Dann wäre die Richtung aufgepasst. Sogar die Richtung sogar.
Das wäre jetzt die Ecke abgeleuchtet. Und jetzt mal schauen. Muss nur aufpassen mit rechts und links Klick, wenn man mit zu schnell bin. Dann ist es. Das sieht gut aus. Einzige Kugel kann gut durch, ne? Optisch gesehen wäre besser umgekehrt, aber gut, was soll's. Ah, die 4. Kann man gleich sehen, ach so. Gut. Müsste eigentlich funktionieren, ne? Aber müsste, so ist da haben da. Da gehen wir rüber. Und den gehen wir in. Nehmen wir den rein, ne? So, dann haben wir testen nochmal, ob wir Licht kriegen draußen, ne? Generator anschmeißen. Da brennt, da oben an. Unten natürlich nicht. Das ist typisch. Gut. Da wäre jetzt an. Der nicht. Könnte aber hier anliegen am Schalter. 0 Uhr haben wir noch nicht. Start. 16 Uhr. Ah, 16 Uhr reicht aus. Endzeit 12 Uhr passt auch. Wohl. Ist im Grunde egal. Hauptsache früh um 8 nach 4 ist noch aus. Oh, gut, okay. Da geht nichts. Warum gehst du nicht? Was soll man machen, ne? Ne? Stromkabel läuft. Innen nach außen, ja, aber garantiert nicht nach oben. Doch oben auch. Das graue Haare. Hier noch ein Schalter. Ah, ja. Startzeit. Das ist nun. Hey, der Vollmodus ist da. Das funktioniert nun. Und der nicht. Wahrscheinlich will er jedes Gerät extra haben, ne? Das kann sein. Muss ich gar nicht wissen, ne? Gut, ist ausgeleuchtet.
Da auch. Und da auch. Und wir können nachts ohne Gamma spielen, ne? Müssen wir nur gucken, dass vorne funktioniert. Das heißt, wir müssen mal schauen. Wir brauchen noch mindestens 3 Lampen. So. Das heißt, die können wir dir auch die probieren. Das heißt. Ohne so sehen, innen drin sind wir verdammt hell, ne? Wieso hängt da in Luft? Verstehe ich nicht. Gut, da hängt er nicht in Luft, das ist gut. So. Ich brauche ein Relais. Überlastet. So. Werden wir hier einen hinbauen? Ja, erstmal hier einen hinbauen. Und eine Ecke. Wir werden einfach ein Kabel von diesen Dings hier wegziehen. Und zum Relais. So, also dran ist schon, passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon, nichts gesagt. Alles gut. Auch der Generator macht mit, ne? Notfalls geht dann noch, 2 Motoren, nicht 4 Motoren gehen noch rein. Das geht nun nicht. Warum nicht? Die beiden funktionieren natürlich nicht mehr. Das muss ich nicht verstehen. Ist sicherlich zu wenig Strom. Das heißt, hier müssen wir ganz kurz hoch und einen Motor einbauen. Nehmen wir gleich 2. Wir haben aber hier da. Wir haben ja genug gekriegt, ne? Haben wir anfangs Motoren geholt, ne? Autos und Autos, nicht wegen Motor, aber wegen, ja, wegen unserer schönen Munition, die wir haben wollten.
Ja, hier ist Stromquelle ist maximal eingestellt, also deswegen ist auch 100 Watt. Watt. Logisch. Deswegen geht auch nichts, ne? Und die Kabel stören wir schon ein bisschen, ne? Ja, siehste. Kann sich keiner mehr nähern, ohne erkannt zu werden. Nehmen wir mal in die Mitte rein. Wir brauchen Relais. Ein Relais weg. Nehmen wir an, irgendwo an das Schloss mit Relais, dann ist der hat Strom. Geht ja an. Ah, da ist noch einer. Ist er. Es wird Licht. So, haben wir noch ein paar Lampen da. Ich glaube, wir haben noch welche gehabt. Zwei Stück. Die bauen wir hier noch an. Eine hier in der Ecke. Steht nicht ganz wieso, da hinten Luft hängt, ne? So schön, da ist da und hier. Was ich machen müsste normalerweise ein Stromkreislauf, der für Notfall separat funktionieren würde, ne? Dass dann noch ein bisschen ausfallen würde, warum auch immer. Ob sie noch Licht wäre, ne? Aber ich denke mal, das ist kompliziert. So, das haben wir den letzten Abend angebaut. Gehen wir hier ran. Nachts um 1:30, ne? Eieiei. Jetzt habe ich ein Kabel abgeklemmt. Mit Linksklicks machst du ein Kabel ab. Aha. Und rechts machst du ein Kabel ran. Und wenn du jetzt hier mit Linksklick machst, dann machst du ein Kabel weg. Deswegen geht er dauernd. Muss ich auch so weit kommen, mal sehen. Deswegen brauche ich Relais. So. So, einen haben wir noch. Aber wir haben vier. Wir haben vier, das ist gut dabei. So. Zange. Eine eingeschränkte Reichweite. Gut, das ist logisch, ne?
So, jetzt haben wir alles ausgeleuchtet. Gut, die Ecke könnte noch ein bisschen, ne? Ein paar Lampen herstellen. Oder oben. Der hat auch Strom, ne? Das ist nicht zu genießen jetzt hier. Ich müsste überlegen, ob ich da hinten noch so eine Stromfalle hinbaue. Mal sehen. Das ist noch eine Weile hin. So eine Selbstschussanlage wird auch funktionieren, aber zurzeit nehme ich davon Abstand, weil man muss gucken, ob mein Gamma ja zu hoch ist, ne? Nö. Standard. Aber so hell, ne? Gut. Beziehungsweise bist überlastet. Okay, mal abladen, ne? Was können wir abnehmen? Eisen. Elektrische Teile. Der Klebeband. Scheinwerfer. Eisen. Wasser, Wasser, Tee. Tee. Messer, Tabletten, das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir noch vorne anbauen, das werden wir gleich tun. Und nehmen wir auch raus. Das brauchen wir erstmal nicht. Speer, das, das. Da werden wir unten mal ein bisschen mal bauen, ne? Mal schauen, ob die Zombies nachts kommen. Hoffe nicht. Ein paar Eisenfallen aufstellen. Grund ist gefährlich, aber. Ah, wird schon tief gehen, ne? Und die gucken von Weitem. Oh, schön, ne? Könnte ja auch die Mauer gehen, ne? Ja, in dem Fall nicht. Und da auch nicht. Aber ich könnte Folgendes tun. Nichts empfehlen. Ich kann drüben nicht reingehen, da ist Strom. Hier kommen die mir alles kaputt machen hier. Was ich da machen könnte, ist hier reparieren. Aber da habe ich jetzt halt nichts bei mir, was man machen könnte. Ne? Das hält hier ein bisschen ab, ne? So, ich auch schnell rein. Glück kommt nicht provozieren, ne?
So, liebe Schauer, oh, lange Folge geworden. Oh. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich sag mal Tschüss und Winke, ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen und ist lange da, die ihr ausgehalten habt. Ja, nächste Folge, ja, muss ich sehen, wann ich die mache und was ich dann machen werde. Ob wir nochmal einen Ausflug machen, kann sein. Oder für ein paar Stromfallen noch aufstellen. Also, wir müssen noch draußen ein paar so eine Fallen aufbauen. Nochmal Tschüss und ciao, ciao. Bis danke und Tschüss.